Ich möchte nun an die Bürgerinnen und Bürger Russlands ansprechen. Ich spreche auch die Angehörigen der Streitkräfte, der Sicherheitsorgane und der Spezialdienste. Ich möchte auch die Kommandeure und Kämpfer ansprechen, die im Einsatz sind, die jetzt an der Front kämpfen, um den Gegner zurückzuschlagen. Sie kämpfen heldenhaft, das weiß ich. Heute Nacht habe ich mich noch einmal mit allen Kommandeuren an allen Frontabschnitten unterhalten. Ich möchte auch diejenigen ansprechen, die mit Betrug oder vielleicht unter Druck in dieses verbrecherische Abenteuer mitverwickelt wurden. Es ist ein falscher Weg, sich an einem bewaffneten Aufstand zu beteiligen. Russland führt jetzt einen schweren Kampf um die eigene Zukunft. Russland schlägt die Aggression der Neonazis und ihrer Herren zurück. Gegen Russland ist die ganze westliche Maschinerie gerichtet. Diese Maschinerie besteht aus wirtschaftlichen und vielen anderen Instrumenten. Auch an der Informationsfront wird gekämpft. Wir kämpfen nun für unsere eigene Unabhängigkeit. Wir kämpfen für unser Recht, Russland bleiben zu dürfen. Ein Staat mit tausendjähriger Geschichte. In diesem Kampf entscheidet sich das Schicksal unseres Volkes. Und gerade in diesem Kampf müssen alle Kräfte geeint sein. Wir müssen unsere Kräfte bündeln, konsolidieren. Wir müssen uns unserer Verantwortung bewusst sein. Alles andere muss jetzt vergessen werden. Alles, was uns schwächer macht. Jede Zwietracht, der ausgenutzt werden kann, der von unseren Feinden ausgenutzt werden kann, um das Land von innen zu untergraben. Alles, was unsere Einigkeit spaltet, bedeutet im Grunde genommen einen Verrat am eigenen Volk und an den Kameraden, die zurzeit an der Front kämpfen. Es ist ein Stoß in den Rücken unseres Landes und unseres Volkes. 1917 hat Russland genau so einen Schlag in den Rücken erlebt im Ersten Weltkrieg. Der Sieg im Krieg wurde Russland damals geraubt. Intrigen, Streitigkeiten, Differenzen und Politikmacherei hinter dem Rücken des Volkes brachten große Erschütterungen für das Land. Das Land zerfiel, die Armee wurde zerstört, riesige Gebiete wurden verloren. Am Ende bedeutete das eine Tragödie des Bürgerkrieges. Russen haben Russen getötet, Bruder hat gegen Bruder gekämpft. Wer hat davon profitiert? Das waren verschiedene politische Hochstapler und ausländische Kräfte, die unser Land zerreißen wollten und unter sich aufteilen wollten. Wir werden nicht zulassen, dass es sich wiederholt. Wir werden unsere Staatlichkeit und unser Volk vor allen Gefahren schützen. Dazu gehört auch der innere Verrat. Und das, was wir gerade gesehen haben, kann man nur so nennen, einen Verrat. Ambitionen und persönliche Interessen haben zum Hochverrat geführt. Zum Verrat am eigenen Land und am eigenen Volk, auch an der Sache, für die die Kämpfer und Kommandeure der Wagner-Gruppe Schulter an Schulter mit unseren Soldaten gekämpft und gestorben haben. Sie haben Soledar und Artyomovsk befreit, Orte und Siedlungen im Donbass. Sie haben für Neurussland gekämpft, sie haben ihre Leben für die Einheit der russischen Welt geopfert. Diejenigen, die jetzt einen Aufstand versuchen, haben auch die Namen dieser Helden verraten, denn sie stoßen das Land an den Abgrund der Anarchie und eines Bürgerkrieges. Schließlich würde das eine Niederlage und eine Kapitulation bedeuten. Ich möchte es noch einmal wiederholen. Jeder innere Zwist bedeutet eine Lebensgefahr für unseren Staat, für uns alle, für uns als Nation. Es ist ein Schlag gegen Russland, ein Schlag gegen das russische Volk. Und wir werden auf diese Gefahr hart reagieren, um unser Vaterland zu verteidigen. Diejenigen, die bewusst den Weg des Hochverrats gewählt haben und diesen Aufstand vorbereitet haben, diejenigen, die terroristische Methoden nun einsetzen und andere erpressen, werden bestraft. Sie werden sich gegenüber unserem Gesetz und unserem Volk verantworten müssen. Die Streitkräfte und andere staatliche Stellen haben entsprechende Anweisungen und Befehle erhalten. Es werden zusätzliche Antiterrormaßnahmen getroffen, insbesondere in der Stadt Moskau, im Moskauer Umland und in einigen anderen Regionen des Landes. Darüber hinaus werden wir entschieden vorgehen, um die Lage in Rostov am Don zu stabilisieren. Die Lage dort bleibt kompliziert. Im Grunde genommen werden zivile und militärische Verwaltungsorgane an ihrer Arbeit gehindert. Als Präsident und oberster Befehlshaber der Streitkräfte Russlands, aber auch als russischer Bürger, werde ich alles dafür tun, um unser Land zu verteidigen, um die Verfassungsordnung zu schützen, um für das Leben, die Sicherheit und die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger zu sorgen. Diejenigen, die diesen bewaffneten Putsch organisiert haben,
Diejenigen, die die Waffe gegen die Kameraden gerichtet haben, haben Russland verraten und sie werden sich dafür verantworten müssen. Und diejenigen, die jetzt davon überzeugt werden, an diesem Verbrechen sich zu beteiligen, müssen die einzig richtige Wahl treffen. Sie müssen damit aufhören, sich an Verbrechen zu beteiligen. Sie müssen sich nicht in dieses Verbrechen verwickeln lassen. Ich glaube daran, dass wir alles werden retten können, was für uns so wertvoll ist. Zusammen mit der Heimat werden wir alle Schwierigkeiten überwinden.